Das gehört Herr Spreitzer. Oh, auch wieder im Lande. Na, wie geht's? Es geht. Du blöde Kuh, ins Gefängnis gehört er, ins Gefängnis gehört er. Ist nicht wahr! Oh ja. Er ist mein Papa genauso wie deiner. Ich will aber keinen Vater haben, der im Gefängnis hockt. Von mir aus kann er dort verrecken, dieser Arsch. Hör auf damit, ich will es nicht mehr hören. Keine Sorge, der kommt nicht mehr raus. Und wenn er stirbt, dann kommt er in die Hölle. Alle seid ihr gegen ihn, außerdem ist die Oma an allem schuld. Entführen wollte er uns und unser Haus verkaufen, du blöde Ziege. Kapier das doch endlich, dass wir keinen Vater haben. Guten Tag, Elisabeth. Wie war's in der Schule? So wie immer. Wie immer? Heißt das interessant oder anstrengend oder langweilig? Von allem ein bisschen, so wie immer. Ich habe eine Eisbombe zum Nachtisch gekauft. Möchtest du schon ein Stückchen davon kosten? Kannst du alleine essen. Wie du meinst. Du hilfst mir aber schon beim Einräumen von den Einkäufen. Mach selber. Dankeschön. Bitte. Die Fenstertischlerei Wempfinger solltest du nicht kaufen, Hans. Die Sache hat einen gewaltigen Haken. Aber was, das ist die Gelegenheit. Ich wollte ja immer schon in die Fensterproduktion einsteigen und der Wempfinger ist ideal. Die Maschinen sind neu, er ist gut eingeführt am Markt. Das ist ein seltenes Glück, dass der heute in Pension geht und verkauft. Weißt du, warum er verkauft? Weil ihm das Wasser bis zum Hals steht. Und warum der Verkaufspreis so günstig ist? Weil der Käufer alle Schulden der Firma mit übernehmen muss. Die werden 2 Jahre wieder herinnen. Wolfgang, machst du wieder deine Waldrunde? Ja, warum? Nimmst du die Elisabeth mit? Dann kann ich aber nicht im Gelände fahren. Bitte, Wolfgang. Du komm mit Radfahren. Lass mich in Ruhe. Jetzt komm schon. Hau ab! Sie tragt's schon sehr schwer. Für den Wolfgang ist es leichter, der hat den Carlos von Anfang an abgelehnt. Aber die Elisabeth fühlt sich sehr getäuscht. Wie lange wird denn der Carlos noch eingesperrt bleiben? Der Prozess hat ja noch gar nicht stattgefunden. Aber ein paar Jahre werden es schon sein. Und dann wird er automatisch aus Österreich abgeschoben. Wissen das die Kinder? Der Wolfgang schon. Die Elisabeth möchte kein Wort von Carlos hören. Jedes Mal, wenn ich versuche, mit ihr darüber zu reden, hält sie sich die Ohren zu. Kannst du ihn nicht verteidigen? Hertha, ich klage ihn an. Wie viel willst du noch trinken, Gustl? Bis das da fertig ist. Grüß dich, großes Bier. Ja. Darf man sich dazusetzen? Von mir aus. Hast du immer noch gehabt? Größte nicht, was dich das angeht, Sonnleitner. Naja, wie gesagt, ich suche immer noch einen Vorarbeiter fürs Sägewerk. Allerdings müsste mir der was über die Geschäfte vom Reidinger erzählen können. Ja, der Graf hat schon einiges zu erzählen, mein Lehrer. Ja. Was zahlst denn so für einen Vorarbeiter? Ab jetzt geht alles auf meine Rechnung. Wenigstens wäschst du dir die Füße. Hin und wieder. Hm. Au, das tut weh. Willst du mir meine Zechen verbiegen? Also ein bisschen was muss man schon aushalten. Hm? Elisabeth, bitte komm Fingernägel schneiden. Keine Lust. Komm bitte. Nein. Elisabeth. Was hast du denn da? Gar nichts. Also, jetzt zeig mal her.
Gar nichts. Du, ich glaube, wir gehen morgen zum Herrn Dr. Burger. Das schaut mir so aus, als hättest du wieder deine Neurodermitis. Nicht schon wieder. Mit dem Wimfinger war ich schon einig. Wir werden heuer voll in die Fensterproduktion einstehen, aber der Reidinger, das Arschloch, verweigert einfach die Zustimmung. Ja, das hast du dir selber zuzuschreiben, Sonnleitner. Ich weiß, aber das hilft mir jetzt auch nichts. Ja, was ich weiß, wollte der Reidinger ja selber in die Fensterproduktion einsteigen. Ach so? Ja, wollte irgendeine Firma kaufen in der Tschechei. Das interessiert mich nicht. Aber vielleicht interessiert dich, dass er auch Verhandlungen geführt hat mit einer gewissen Firma Wimpfinger. Woher weißt denn du das? Ich war doch überall dabei damals. Überall. Bei den ganzen Kalkulationsvorbesprechungen, überall war ich dabei. Könntest du das auch bezeugen? Das kannst du schriftlich haben. Was willst, kannst du nächste Woche bei mir anfahren, Gustl. Nein, ich musste vorzeitig meine Zelte abbrechen. Dein Geld ist weg. Die Erbschaft von der Mama. Ja. Die ganze halbe Million. Das ist nicht viel in Amerika. Also ich mache, mein amerikanischer Freund hat mich über den Tisch gezogen. Ich war fürs Konzept zuständig, er für den Verkauf. Kein einziger Verkauf innerhalb von 3 Monaten. Ich habe alles vorfinanziert. Ja, und was wirst du jetzt machen? Auf die Uni gehen und fertig studieren. Naja, und einstweilen könnte ich ja bei dir in der Firma arbeiten. Vorausgesetzt, du brauchst mich. Ja, ich könnte schon jemanden brauchen. Ich habe den Spreizer gekündigt. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst, Papa. Sie können jetzt rein, Frau Doktor. Ja, danke. Komm. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau Antwort. Ah. Schön, Sie zu sehen, Frau Doktor. Hallo, Elisabeth. Na, was gibt's denn? Guten Tag, Herr Dr. Burger. Elisabeth kratzt sich wieder mal am ganzen Körper. Mhm. Na, dann zeige mal her. Kein Zweifel. Ein eindeutiger Anfall von Neurodermitis. Ich werde eine Salbe verschreiben, die den Juckreiz erst einmal lindert. Die Salbe hilft nicht. Elisabeth hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine Geschichte. Also, das stimmt nicht, Elisabeth. Die Salbe bewirkt, dass die Haut an der entzündeten Stelle nicht austrocknet. Die Ursache kann natürlich auch ein Allergen sein, nicht? Möglicherweise auch Stressfaktoren. Wir hatten eine ziemlich schwierige Zeit. Ja, das kann natürlich sein. Aber bei Neurodermitis wissen wir Ärzte leider nicht genau, was die wirkliche Ursache ist. Aber jetzt wollen wir erst einmal abwarten, wie die Salbe wirkt. Ich würde sagen, in 3 bis 4 Tagen kommen Sie mit Elisabeth noch einmal vorbei. Und wenn bis dahin keine Besserung eingetreten ist, dann müssen wir es mit einem Cortisonpräparat versuchen. Aber Herr Dr. Burger, ist das nicht hochgiftig? So schlimm ist das nicht, Frau Rath. Was habe ich denn jetzt angestellt? Das macht mich fertig. Bitte! Was ist denn das? Der Computervirus. Sebastian. Frau Löbel. Ja, hallo. Sie sind wieder zurück? Ja, ich bin wieder da. Na, noch immer süchtig nach dem Gummizeug? Wollen Sie einen Lachgummi? Danke. Das ist meine einzige Sucht. Ja, ich werde in der nächsten Zeit ein bisschen im Büro helfen. Mein Gott, bin ich erleichtert. Mit diesen Computern stehe ich sowieso auf Kriegsfuß. Warum? Der beißt doch nicht. Mich schon. Beruhigen Sie sich. Nehmen Sie noch einen Gummi. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, und wie war's in Amerika? Reden wir besser nicht darüber. Alles? Ja. Gut, fangen wir an.
genial. Morgen. Morgen. Ah, der Herr Schuster. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schuster. Sebastian, seit wann bist du denn da? Seit gestern. Der Herr Schuster hat nämlich heute seinen ersten Arbeitstag bei uns. Wir haben schon einen Platz für Sie vorbereitet, Herr Schuster. Ich habe mir gedacht, Sie sortieren erst einmal diese Rechnungen hier nach dem Datum. Ist gut, Frau Müller. Ich hole dich dann um 5 wieder ab. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich hab doch keine Ahnung gehabt, dass dein Vater heute kommt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dir heute hier begegne. Was soll ich ihm denn jetzt sagen? Das ist die Leiter, dass du ihn zum Krüppel gefahren hast. Meinst du das? Ich glaube, das brauchst du nicht. Er hat nie von dir gesprochen. Außerdem hat dein Vater ein schönes Schmerzensgeld für ihn bezahlt. Also kein Grund für Ressentiments wegen des bisschen Rollstuhls. Einen Augenblick. Ich muss zur Arbeit. Wir sollten nicht so miteinander reden. Ich war sehr verliebt in dich. Du hättest alles von mir haben können. Aber das war dir wohl nicht so wichtig. Fahren. Ja, ich wollte bei den Nachbarn ja nur Milch und Eier holen. Jetzt komm, setz dich da in Ruhe her. Ah. So, und ich rufe den Dr. Burger an. Ha? Lass den Dr. Burger, Julia. Der gibt mir eine Spritze und ich kann mich trotzdem 14 Tage nicht rühren. Ruf den Wendlinger Karl. Den Wendlinger Karl? Ja, der bringt mich jedes Mal wieder auf gleich, seit ein paar Jahren schon. Hast du eine Telefonnummer von diesem Herrn Wendlinger? In meinem Telefonbüchel unter K. Wieso unter K, wenn er Wendlinger heißt? Na, unter K wie Wendlinger Karl. Herrschaftszeiten noch einmal. Ja, bitte bleibe zurück sitzen, ich rufe ihn gleich an. Ja. Der macht mich ganz nervös. Ich gehe mal schnell rüber ins Lager. Soll ich Ihnen einen Kaffee mitnehmen? Nein, danke. So ein Schwachsinn. Da. Naja, also. Herr Schuster. Ja, bitte. Ich würde gern mit Ihnen reden. Über was? Ich habe nicht gewusst, dass wir uns hier begegnen. Ich auch nicht. Aber Sie sind ja schließlich der Chef da. Bin ich der Chef, mein Vater ist der Chef. Ach, wurscht. Ich möchte Ihnen sagen, wie leid es mir tut, dass... Macht Ihnen nicht leid zu tun. Sie haben erst da aufgeregt und ich am Batzen gehört. Und an den Sessel, da habe ich mich inzwischen auch gewöhnt. So, und jetzt lassen Sie mich wieder meine Arbeit machen. Ja, ja, typisch, haben wir schon. Ja, du, Hertha, jetzt drast du ja ganz bissl auf die andere Seite, ja? Streckst den Fuß aus den linken, dann ziehst du ein bisschen an, noch weiter. Ich helfe dir schon, ja? Oma, wir haben Hunger. Machst du uns bitte Palatschinken? Es geht jetzt nicht. Mach die Palatschinken selber, du hast es ja in der Schule gelernt, Wolfgang. Okay. Was haben die Hertha? Keine Sorge, Kinder, morgen könnt ihr mit der Hertha schon wieder Fangerl spielen, ja? So, Hertha, jetzt wird es vielleicht ein kleines bisschen wehtun. Hat's weh dann? Das ist gut, ein gutes Zeichen ist das. Hat's weh dann? Da müssen wir auch noch ein bisschen nachschauen hier. So, schau, ein kleines bisschen muss ich dir noch gewöhnen. Jetzt? Ja. Da. Ja. So, perfekt. Und da müssen wir auch noch ein bisschen nachschauen. Da hast du auch noch gar nicht gehört. So, ja. Schnaps. Ja, und von mir kriegst du ein Öl, damit reibst du den Buckel ein, dann kannst du morgen wieder laufen wie ein Jungsmarl.
Prost, Hertha. Platz nehmen. Dankeschön. Donnerwetter. Was ist euch denn da eingefallen? Und das ist ja ganz lieb. Und sogar an einen Rösel habt ihr gedacht. Was haben der Mann mit der Hertha gemacht? Ihr das Kreuz eingerenkt. Und hat das geholfen? Na, hoffentlich. Ich sag dann für Gott, Frau Rath, und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, Herr Wendlinger. Ihnen auch. Wollen Sie nicht ein bisschen bei uns bleiben? Ja. Hertha, du bist ja schon wieder auf den Beinen. Es geht schon wieder. Einen Kaffee trinkst noch, gell? Ja, aber nur einen geschwinden. Ich muss heute noch aufs Feld. Du bewegst dich ja schon wieder ganz normal, Hertha. Zeig mal her, was hast du denn da? Na, damit ist. Ui, Jägerl. Da fällt mir ein, wir haben ganz vergessen, die Salbe vom Dr. Burger aufzutragen. Milchkrätzen ist es. Eine Milchkrätzen? Susanne hat wir dazu. Früher haben die Leute geglaubt, das käme vom zu vielen Milchtrinken. Ich trinke aber gar keine Milch. Na, und was ist in deinem Kakao drinnen? Hm? Aber lass ihn dir trotzdem gut schmecken. Aber ich glaube, ich hab da was für dich. Warte ein bisschen. So, schauen wir mal. So, gib her. Mhm. So, und das machst jetzt du selber jeden Tag in der Früh nach dem Aufstehen und am Abend vorm Schlafen gehen. Und nicht waschen und schon gar nicht baden. Da wirst du aber ein bisschen stinken, oder? Und was machen wir mit der Salbe vom Dr. Burger? Ich sage ja nichts gegen den Herrn Doktor, das ist schon ein Kapazunder. Aber nehmen Sie 2 Tage lang das Öl. Das ist nur Ziegenmilch, Baumharz und ein paar Kräutern. Aber ich glaube, das hilft. Hallo, Opa. Ich hab gar nicht gewusst, dass du heute kommst. Spontane Idee. Ich wollte Julia begrüßen. Vielleicht spielen wir da was. Hm? Wie wär's mit Fußball? Du und Fußball-Opa? Naja. Stell dich mal ins Tor. Okay. Und? Stehst du? Ja. Früher war ich mal gar nicht so schlecht. Also diesmal ziehst du dir wirklich vom Taschengeld ab. Musst du mir vom Taschengeld abziehen. Grüß dich, Julia. Hallo. Eigentlich ist dieser Neurodermitis-Anfall von der Elisabeth ganz logisch. Sie frisst diese Sache mit ihrem Vater derartig tief in sich hinein. Ich habe schon so oft versucht, mit ihr darüber zu reden, aber sie verweigert sich schlicht und einfach. Vielleicht braucht sie nur etwas Zeit, um darüber wegzukommen. Ich habe schon überlegt, mit ihr zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Was sollte das bringen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf irgendeinen Gesprächsansatz. Ich finde es nicht so gut, in der Psyche eines Kindes herumzukramen, das so viel durchgemacht hat. Hast du Vorurteile? Das mag sein, aber ich denke, was sie jetzt braucht, ist Zeit, Geduld und vor allen Dingen viel Zuwendung. Das klingt so, als würdest du daran zweifeln, dass Elisabeth hier genug Zuwendung bekommt. Das habe ich mit keinem Wort gesagt. Im Gegenteil. Ich mache mir Vorwürfe. Ich müsste einfach mehr Zeit für sie haben. Aber ich kann nicht jeden Tag nach der Kanzlei hier rausfahren und mich um die Kinder kümmern. Das Beste wäre, du kämst wieder nach Wien. Unsere Wohnung ist groß genug. Und ja, wenn es dir ums Landleben geht, dann könnten wir was am Stadtrand suchen. Was hältst du davon? Du wirst es möglicherweise lächerlich finden, aber mittlerweile bedeutet mir dieser Job hier sehr viel, weißt du? Ich zweifle nicht an deiner spät entdeckten Sozialkompetenz. Aber du würdest sicher auch in Wien eine dir entsprechende Position als Richterin finden. Und außerdem hätten wir wieder mehr miteinander zu tun. Das ist ja wunderbar. Ehrlich gesagt, wundert mich die Wirkung dieser Salbe selber. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir ein Cortisonpräparat verwenden müssen. Danke. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Herr Dr. Burger. Wir haben die Salbe gar nicht verwendet. Jetzt nehmen Sie mich auf den Arm, Frau Rath. Nein, wir haben ein anderes Mittel verwendet. Ein Naturheilmittel, sozusagen. Der Wendlinger. Schon wieder dieser verdammte Kurpfuscher. Also das Öl ist vom Herrn Wendlinger. Das ist richtig. Aber das Entscheidende ist doch, dass es geholfen hat. Das mag schon sein, Frau Doktor. Das Problem ist,
dass die Leute ja nicht nur wegen eines Hautausschlages zu diesem Herrn pilgern, sondern auch wegen ernsthafter Krankheiten, die ausschließlich von der Schulmedizin behandelt werden müssen. Irgendwann wird es ein Menschenleben kosten. Deshalb gehört diesem verantwortungslosen Mann das Handwerk gelegt. Also auf mich hat der Herr Wendling einen durchaus seriösen Eindruck gemacht. Ihnen hat er ja geholfen, vorläufig. Aber wäre es nicht sinnvoller, die Schulmedizin würde sich mit so Leuten wie mit dem Herrn Wendlinger zusammentun? Glauben Sie mir, ich weiß ganz genau, wann ich jemandem einen Salbeitee verschreiben muss. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Guten Tag, Herr Dr. Burger. Ich bring dich jetzt nach Hause und dann muss ich noch einmal aufs Gericht. Krieg ich noch ein Eis, jetzt wo ich keine Neurodermitis mehr habe? Wollen wir nicht ein bisschen warten, bis wir sicher sind, dass sie nicht mehr wiederkommt? Na gut, meinetwegen. Unser Wunderheiler wird hoffentlich auch nichts dagegen haben. Jetzt beherrschen Sie das Ding. Na, war gar nicht so schwer. Bin selbst ganz überrascht. wollen Sie auch einen Schluck mittrinken, Herr Schuster? Nein, danke. Papa? Ja? Hast du einen Moment Zeit? Eigentlich nicht, aber für meinen Herrn Sohn natürlich immer. Es ist... Ich muss was anderes machen. Was heißt das, was anderes? Willst du schon wieder alles hinschmeißen? Nein. Ich muss nur ab und zu raus aus dem Büro. Ist das wegen dem Schuster? Weißt du, jedes Mal, wenn ich den Rollstuhl sehe, ich bin dran schuld. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Ja. Er sagt, da gibt's nichts zu reden. Es gibt ja auch nicht so viel zu reden. Da gibt es noch einen Haufen alter Rechnungen. Die sind jetzt aus dem 81er Jahr. Wenn Sie mir die bitte alle nach dem Datum sortieren. Was machen Sie denn da, Herr Schuster? Halten Sie mich für einen Idioten? Diese Rechnungen sind Jahre alt und die Bilanzen längst fertig. Aber keine Angst, ich weiß schon, dass ich hier mein Gnadenbrot bekomme. Aber ich war einmal Zimmermann. Der Beste weit und breit, auf die höchsten Dächer bin ich geklettert. Und jetzt sitze ich hier und kann nichts als Zettel ordnen. Aber Herr Schuster, jawohl! Ich hol Hilfe. Der kommt mir nicht mehr in mein Büro. Das ist ja ein Wahnsinniger. Richtig Angst habe ich. Beruhigen Sie sich, Frau Löwe. Wir müssen eine Schadensmeldung machen für die Versicherung. Was hast du mit Ihrer Stimme gemacht? Ich weiß nicht. Von Stund zu Stund wird es Ärger. Ich glaube, meine Frau hat mich angesteckt. Ach so? Wo bringen die den Vater hin? Ins Spital, Helga. Es wird schon wieder. Warum hat er das nur getan? Wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass ich die Belege extra aus dem Archiv geholt und durcheinander gebracht habe. Damit er was zu tun hat. Mein Vater ist nicht so blöd, dass er so etwas nicht bemerkt. Einen Moment, Heinz! Ja. Erweisung vom Staatsanwalt. Wir sind schon wieder gegen ein Wendlinger Kalle ermitteln. Nicht so wieder. Du sagst das, Franzl. Nur was sollen wir machen? Pflicht ist Pflicht. Weißt du was? Ich probiere noch was anderes. Komm. Ich frage, wo wir das Zeug abladen können. Kannst du mir sagen, wo ich die Frau Dr. Laubach finde? Die Oma ist noch beim Gericht. Die Frau Doktor ist deine Großmutter. Freut mich. Ich bin der Sebastian. Und wer bist du? Ich bin die Elisabeth. Elisabeth? Was meinst du denn da Schönes? Das geht dich nicht an. Den Trick kenne ich. Du willst es mir bloß nicht zeigen, weil du gar nicht zeichnen kannst. Woher willst du denn das wissen? Sonst würdest du mir die Zeichnung zeigen. Ich zeige meine Zeichnung nicht jedem Fremden. Da hast du auch wieder recht. Würde ich auch nicht tun. Servus. Und ich kann doch zeichnen. Glaube ich nicht. Kann ich doch. Und was soll das sein? Rat einmal.
Deine Mutter ist tot und dein Vater sitzt im Gefängnis. Stimmt. Das war nicht schwer zu erraten, ich habe davon gehört. Und wer ist das? Oma. Heuschnupfen, wie verrückt. Immer wenn das Gras blüht. Und Sie? Heiser bin ich. Ist die Julia, ich meine die Frau Rath, zu sprechen? Sie hat im Moment jemand drinnen, Herr Strohbreiter. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Ja, ja, gerne. Lass es, mach das schon so. Mit einem Auge ist die Entfernung so schlecht zu schätzen. Was sagen Sie? Ist der Kaffee auch nicht zu stark? Also, wollt ihr einen Kaffee oder wollt ihr eine Nierenspülung? Alles zu seiner Zeit. Ja, das hetzen sie sich doch. Es kostet auch das Gleiche. Wenn Sie Milch und Zucker wollen, bedienen Sie sich bitte selbst. Aber woher denn? Wissen Sie nicht, dass Milchkaffee äußerst schädlich ist? Aber es schmeckt gut. Wenn der Milchkaffee den Magen erreicht, dann flockt durch die Magensäure die Milch aus und wird zu einem schwer verdaulichen Tropfen. Sind Sie jetzt auch unter die Gesundheitsapostel gegangen, Herr Strohbreiter? Das hat mir der Wendlinger gesagt. Und deswegen muss ich auch mit der Frau Doktor reden. Wieder eine Anzeige. Der Dr. Burger. Keine Details einer Anzeige preisgeben. Wenn Sie das so sagen. Man muss den Wendlinger endlich in Ruhe arbeiten lassen. Ganz meine Meinung. Aber das Gesetz. Wer vor 2 Jahren meine Sehnenscheidenentzündung behandelt hat, habe ich mit seiner Salbe schon nach 3 Tagen nichts mehr gespürt. Was erzählen Sie mir? Ich verwende sein Kräuterfußbad. Das können Sie in keiner Apotheke kaufen. Also, ich weiß nicht, ob die Frau Doktor als moderner Stadtmensch sich überhaupt vorstellen kann, was der Wendlinger für die Gemeinde bedeutet. Oh, auf Wiedersehen. Ich bedanke mich, Frau Doktor. Ich empfehle mich auf das Herzlichste. Auf Wiedersehen. Hans, was machst denn du hier? Ich wollte mit dir reden. Es betrifft sozusagen den ganzen Ort. Bist du verkühlt? Nö, heiser bin ich. Also, ich soll einen Ermittlungsbericht über einen gewissen Karl Wendlinger wegen Kurpfuscherei schreiben. Ah ja, den kenne ich. Wir sind sozusagen seine Patienten. Sie auch, Frau Doktor? Ja, er hat meine Enkelin wegen ihrer Neurodermitis geheilt, also wenigstens vorläufig. Na ja, könnte man nicht irgendwas für ihn tun? Ja, ich wollte ohnehin bei ihm vorbeifahren und mich bedanken. Da werde ich einmal nachschauen, was der Herr Wendlinger so alles macht. Ich habe mich so gefreut, dass ich einen Papa habe. Alle in meiner Klasse haben einen Papa. Außer ich. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Sogar mein Bruder sagt, dass er dort gut aufgehoben ist. Wirklich? Ich würde ihn so gern besuchen gehen und ihn fragen, wieso er unser Haus verkaufen wollte. Aber dann frag ihn doch. Ich trau mich nicht. Ich glaube, Oma wäre da bestimmt dagegen. Soll ich sie für dich fragen? Was würdest du tun? Na klar. Können böse Menschen im Gefängnis wieder gut werden? Manchmal kommt es vor. Kann das bei Papa auch vorkommen? Das muss ich schon selber rausfinden. Kommst du mit ins Gefängnis meinen Papa besuchen? Wenn du willst. Abgemacht? Abgemacht. Hallo, Elisabeth. Guten Tag, Herr Reidinger. Guten Tag, Frau Doktor. Ich habe geglaubt, Sie sind in Amerika. Ja, das war ich auch. Aber jetzt bin ich wieder da. Mhm. Ich helfe meinem Vater, bis die Uni wieder losgeht. Sie haben das Baumaterial gebracht. Ja, dürfen Sie in die Scheune stellen? Aber sicher. Jetzt muss ich Ihnen die Elisabeth entführen. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. So, auf Wiedersehen, Herr Reidinger. Herr Reidinger, das klingt so nach meinem Vater. Ist das so schlimm? Nein, aber sagen Sie doch Sebastian zu mir. Abgemacht? Abgemacht. Ich lösche das Feuer, ja? Was hast du denn mit dem Sebastian abgemacht? Geheimnis.
Beim Wendlinger scheint ja allerhand Betrieb zu sein. Ah, grüß Gott, Erna. Grüß Gott, Julia. Hallo, Elisabeth. Bitte. Bitte. Wer war denn der Letzte? Beim Wendlinger kommen die Kinder immer zuerst dran. Das wird nicht lang dauern. Also, vierte Baumgärtnerin. Und mach's ja so, wie ich dir gesagt habe, ja? Ja, okay. Ah, die Frau Raud und das Mädel. Kommt's dir her? Na, wie haben wir's? Danke gut, Herr Wendlinger. Es juckt doch überhaupt nicht. Ja, zeig her. Aha, hast doch brav das Öl geschmiert. Man sieht's. Da sehe ich auch nichts mehr. Fürs Erste ist die Milchkrätzen weg. Aber sie kommt von innen, von der Seele, die sie ein bisschen kränkt. Habt ihr es nicht leicht gehabt in letzter Zeit? Hm? Das kann man so sagen. Aber es wird schon wieder. Auf dem Herrgott vertrauen, der ist der Einzige, der helfen kann. Hoffentlich. Ich wollte fragen, was ich für die Behandlung schuldig bin, Herr Wendlinger. Aber nichts an schuldig. Der Herrgott lässt die Kräuter wachsen und das Futter für meine Ziegen und die Sonnenblumen für mein Öl. Da werde auch ich kein Geld dafür verlangen. Dann sage ich herzlichen Dank. Kann ich Sie noch einen Augenblick sprechen? Ja, bitte. Kommen Sie. Ne? Wartest du heraus? Es dauert nicht lange. Du, im Garten sind die Birnen reif. Brauchst du ein paar schöne ab, gell? Ja. Wiedersehen. Vierte Mädel. Wie Sie wissen, bin ich Richterin am hiesigen Bezirksgericht, Herr Wendlinger. Ja, sicher. Aber heute bin ich ganz privat hier. Ich sehe es, Sie haben ja gar nicht einmal das Ding da an, ne? Wie sagt man, Talar, ne? Herr Wendlinger, Sie haben nicht nur Freunde hier in der Gemeinde. Ich weiß. Der Dr. Burger zeigt mich in einer Tour an. Zurzeit läuft gegen Sie wieder eine Anzeige. Und ich denke mir, dass der Akt bald auf meinem Schreibtisch landen wird. Na ja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Mich würde es freuen. Auch wenn ich Sie möglicherweise verurteilen muss? Das ist doch Ihr Beruf. Ich nehme doch das nicht persönlich. Aber bitte sind Sie mir nicht böse, ich würde ja gern mit Ihnen plaudern. Aber gerade heute habe ich so viele Leute draußen und ich muss ja auch noch aufs Feld. Amtsverschwiegenheit, jetzt hör auf mit so einem Blödsinn. Wenn die Richterin bei Wendlinger ist, dann heißt das, es ist was gegen ihn im Busch. Ich war privat dort. Jetzt sag mal, wie es ist. Hat der Burger den alten Wendlinger wieder angezeigt? Wenn's dir alles weißt, was fragst du denn dann? Also, einen Gemeindearzt, der den alten Wendlinger fertig machen will, den können wir hier nicht brauchen. Da muss was geschehen. Ja? Wer ohne die zur Ausübung des ärztlichen Berufes erforderliche Ausbildung erhalten zu haben, eine Tätigkeit, die den Ärzten vorbehalten ist, in Bezug auf eine größere Zahl von Menschen gewerbsmäßig ausübt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. Sagen Sie, wie oft ist denn der Wendlinger deswegen schon vorbestraft? 4-mal, Frau Doktor. Ja, das kann keine Geldstrafe mehr werden. Ja, aber man kann doch solch einen Menschen nicht einsperren. Die einzige Chance sehe ich darin, dass er für seine Behandlungen kein Geld nimmt. Dann fällt wenigstens das Gewerbsmäßige weg. Da gibt's leider einen Schönheitsfehler, Frau Doktor. Der Wendlinger ist ja ein Kleinhäusler, der mit seiner Landwirtschaft gerade so über die Runden kommt. Naja, und jedes Mal, wenn er eine Strafe kassiert, dann hängt er vor seinem Haus eine leere Konservenbüchse auf mit einem Zettel. Wenn ihr den Wendlinger wollt, dann müsst ihr seine Strafe zahlen. Die Leute haben alle gern gegeben. Und sobald die Summe beisammen war, hat er die Konservenbüchse wieder weggehängt. Er hat sicher keinen Schilling mehr verlangt. Ich gebe wohl recht in der Annahme, dass unser Wunderheiler auch ihren Heuschnupfen behandelt. Ja, er tut's. Und es hilft mir. Fürs Erste ist er fast schon wieder weg und ich kann wieder frei atmen. Trotzdem müssen wir ihn vorladen, Frau Bernig. Sebastian! Helga! Hast du einen Augenblick Zeit? Ja, aber für dich immer. Spar dir die blöden Sprüche. Ich muss mit dir reden. Wegen deinem Vater, wie geht's ihm denn? Er muss noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Ihr müsst den Mann nicht zum Narren halten und in sinnloser Weise Rechnungen sortieren lassen. Da habe ich schon mit meinem Vater geredet. Er sagt, er wird sich was einfallen lassen. Hoffentlich. Ganz sicher. Danke.
Der erste Patient kann jetzt reinkommen, Frau Anthofer. Es ist niemand da, Herr Doktor. Das gibt's doch nicht. Wenn ich Ihnen sage. Und die Leute, die für die Bestrahlung angemeldet sind? Und die Injektionen? Der Rosskogler hat angerufen, er fährt zur Bestrahlung nach Zwettl, zum Dr. Eicher. Und die Frau Reiter ebenfalls. Und der Lendl holt sich die Injektion beim Dr. Mahmoud in Thürnau. Ich habe da eine ganze Liste, Herr Doktor. Ja, Herrschaftszeiten. Was haben denn die Leute? Wollen Sie es wirklich wissen, Herr Doktor? Na, natürlich, heraus damit. Die Leute sagen, sie wollen einen Arzt. Und keinen Denunzianten, der einen armen Bauer ins Kriminal bringt, nur weil er ein paar Salben an die Leute verschenkt. Da sieht man wieder einmal, wie wichtig es ist, dass diesem Kurpfuscher endlich das Handwerk gelegt wird. Wenn er jetzt auch noch die Leute gegen den eigenen Arzt aufbringt. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht übrig bleiben, Herr Doktor. Wie meinen Sie das? Sie sehen es ja eh. Na, und wie geht's denn im Heuschnupfen? Bestens, ich spüre gar nichts mehr. Ich bin scheinbar ein bisschen früh dran. Ne? Macht nichts, Herr Wendlinger, die Frau Doktor ist schon da. Da? Das gibst du deinem Vater, wenn er aus dem Spital heimkommt. Damit soll er sich die Füße einreiben, das ist gegen seine Krampfarbeit. Aha. Der Herr Wendlinger ist da. Dankeschön, Herr Wendlinger. Frau Doktor, lass bitten. Grüß Gott, Frau. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, es wird zu einer Verhandlung kommen, Herr Wendlinger. Das Strafgesetzbuch lässt mir gar keine andere Wahl. Das kenne ich. Das hat Ihr Vorgänger, der Herr Dr. Holzkirchner, auch immer gesagt. Aber diesmal wird es nicht so glimpflich abgehen. Sie sind wegen desselben Deliktes schon viermal vorbestraft. Ich weiß, Frau Rath. Aber was soll ich denn machen? Es gibt so viele kranke Menschen auf der Welt. Der Herrgott hat mir ein paar Rezepte gezeigt, mit denen ich helfen kann. Ich kann nicht aus meiner Haut. Aber kann das nicht eines Tages gefährlich werden? Ich meine, es gibt doch Krankheiten, die wirklich nur ein Arzt behandeln darf. Es gibt so viele Zustände. Da ist man noch nicht krank, aber auch nicht mehr gesund. Und da kann ich helfen. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Auch wenn man sie deswegen einsperrt? Wenn es so kommt, dann hat es der Herrgott so wollen. Na, hoffentlich kommt es nicht so weit. Guten Tag, Frau Wallig. Grüß Gott, Frau Dr. Laubach. Ist jemand bei ihm drinnen? Nein, gehen Sie ruhig weiter. Danke. Ah, Frau Doktor, ich begrüße Sie. Was verschafft mir die Ehre? Danke, ich brauche Ihre Hilfe. Oder besser gesagt, Ihre Diplomatie. Oh, Sie sprechen dieses Wort mit einer gewissen Betonung aus. Das macht mich nachdenklich. Schadet ja grundsätzlich nicht. Aber ich möchte keine Grundsatzdebatte mit Ihnen führen. Es geht um den Karl Wendlinger. Ich habe da ein Verfahren gegen ihn, wegen Kurpfuscherei. Ja, sicher nicht das Erste. Sie sagen es. Und eigentlich müsste ich den Akt zurücklegen und mich für befangen erklären. Er hat nämlich meine Enkelin wegen ihrer Neurodermitis behandelt. Und sicherlich mit Erfolg. Das ist kaum zu glauben. Nach 2 Tagen war nichts mehr zu sehen. Ja, ja, der Karl, der kann schon was. Nicht umsonst läuft die halbe Gemeinde zu ihm. Hat ihn der Burger wieder angezeigt? Ja. Und wenn ich jetzt den Akt zurücklege, dann geht er an ein anderes Bezirksgericht. Und jeder Richter muss den Karl Wendlinger aufgrund seiner Vorstrafen zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilen. Da bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Das ist eigentlich eine Schweinerei. Ja, und was kann ich dabei tun? Mit dem Dr. Burger reden. Ich als Richterin kann das schlecht. Aber wenn er die Anzeige zurückzieht, dann könnte ich das Verfahren einstellen. Kommt nicht in Frage. Dieser Mann ist eine Gefahr für die Menschen und meine Pflicht als Arzt ist es, einem Kurpfuscher das Handwerk zu legen. Jetzt spuck nicht so große Träne, Bernhard. Der Wendlinger tut niemandem weh. Du bist doch nur verärgert, weil er manche Sachen erfolgreicher behandelt als du. Also lass ihm doch die Hähnaugen und den Ischias. Es ist genügend Platz für euch beide in unserer Gemeinde. Du willst mich mit diesen Menschen auf eine Stufe stellen, Martin? Ich habe schließlich einen hippokratischen Eid geleistet. Na ja,
Es nutzt ja auch nichts, wenn die Patienten davonrennen. Also das lass bitte meine Sorge sein, ja? Ach, du bist vielleicht stur, Bernhard. Du verstehst anscheinend nicht, Martin. Wenn ich als Arzt bei einem Kurpfuscher wegschaue, dann mache ich mich nämlich selber mitschuldig. Entschuldige mich jetzt bitte, ich habe noch zu arbeiten. Habe die Ehre. Na, bist endlich wieder da. Hast eh lang genug geschlafen, Doktor. Haben Sie dich ordentlich erwischt, die Fraster, hä? Da muss man vorsichtig sein bei so einem Wetter. Haben Sie mir Gamma-Globulin gespritzt? Ich? Ich bin doch kein Doktor, ich darf dir keine Injektionen geben. Ich hätte ersticken können. Keiner, der stickt, wenn er von dem Besenginst der Wurzelöl riecht. Da. Oh. Wenn einer noch nicht ganz tot ist, von dem wacht er wieder auf. Die Stiche? Ich spüre ja gar nichts mehr davon. Auch nicht im Gesicht. Naja, ein bisschen rot. Bist schon noch. Aber das ist bis morgen wieder weg. Das kommt vom Hafergerl. Da, schau. Das nimmst du mit, schmierst das am Abend noch einmal drauf. Sie haben mir das Leben gerettet, Wendlinger. Nicht ich. Der Herrgott wollte, dass du noch ein bisschen da bleibst und ihm ins Handwerk pfuscht. So, und jetzt trinkst du ein Schnapserl mit mir. Ich danke dir. Prost. Du, in dein Schwammerlkorb, da habe ich den Pilz da gefunden. Was wolltest du denn mit dem? Ja, mit den anderen zum Schwammerlgulasch verkochen. Aha. Das ist ein Gallenröhrling. Nicht giftig, aber saumäßig bitter. Die ganze Schwammerlsoße, die hättest du wegschmeißen können. Man lernt nie aus. Und wegen sowas lässt du dich so da stechen. So, der erste Patient kann jetzt reinkommen, Frau Andhofer. Geht in Ordnung, Herr Doktor. Frau Reiter, bitte. Gefällt? Schau mal. Dieser Matterplatz ist noch. Guten Morgen, Herr Wendlinger. Wollen Sie damit vielleicht unseren Dr. Burger bekehren? Nicht mehr nötig. Wir praktizieren jetzt jeden Tag eine Stunde miteinander. Nein, das ist ja wunderbar. Nicht wahr? Und ich habe was Leuten hören, dass Sie da ein bisschen Ihre Finger im Spiel gehabt haben. Also, Herr Wendlinger, wo denken Sie hin? Das dürfte ich doch gar nicht bei einem laufenden Verfahren.
Was ist denn das? Das riecht so gut. Nehmen Sie es mit. Wilde Minze reinigt die Gedanken. Dankeschön, Herr Wendlinger. Für Gott, Frau Roth. Schönen Tag noch.